So, Leute, was geht? Wir starten heute in den 9. Teil von Sifu. Und zwar direkt im neuen Gebiet, nachdem wir die Geisha im Museum besiegt haben. Ja, genau, so war das. Wir haben ein bisschen EP bekommen. Wir gehen weiter auf Waffenkontrolle. Kommt sehr wild. Noch 3000, ne, wie waren es? Noch 3000 Punkte noch. Und zwar kommt jetzt der Turm. Weiß nicht, ob das jetzt das vorletzte Level ist oder ob da noch zwei kommen, weil wir haben eigentlich noch 5 Gegner, oder? Ne, bin ich jetzt steif? Gar nicht wahr. Wir haben nur noch ein. Das ist ja schon das dritte Gebiet. Also entweder ist das das letzte oder es kommt noch eins. The Tower, Junge. Engage. Kämpft ihr? Okay, die bocken sich gar nicht für mich. Das ist heute meine erste Runde Sifu. Also es kann sein, dass ich gleich erstmal hart reinscheißen werde. Es könnte unangenehm werden. Oh Junge. Die Sau. Er will einfach direkt kämpfen. Sorry, Bro. Als ob es nicht gelangt hat. Lol, Junge. Komm her, Nackenbrecher des Todes. Ja, das ist doch der Boss, ne? Ja, safe. Das ist die Oma mit dem einen Arm nur. Richtig boxen? Nee. Oh, lol. Okay, okay, da hinten kommen die Ersten. Jinfengs Computer. Junge, 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 was? Oh, shit, ich bin gar nicht drin. Ich bin überhaupt nicht drin. Ich muss erstmal reinkommen. Chill, chill. Beruhig dich da. Okay, okay, sie haut mir direkt. Kannst du bitte mal ruhig... Hallo. Boah, Alter, was ist denn schon wieder los in diesem Game? Ja, klar, sie hat eine Waffe. Ja, moin. Ja, natürlich. Digga, geht schon mal gar nicht gut los. Was? Bin bei normalen Gegnern gestorben. Also, es ist 0 Uhr morgens. Keine Ahnung, ich komme gerade von der Arbeit. Ich bin überfordert mit dem Leben. Jetzt muss ich Sifu durchroppen in einem Gebiet, weil ich ihn nicht kenne. So. Geht halt direkt wieder los und da ist ein Dicker. Och nö. Kommt der hier lang? Können wir auf seinen Kopf hüpfen? Geht das? Ist das machbar? 1, 2, 3, jetzt. Ja, irgendwie bockt sie nicht. Okay, cool. Ja, natürlich. Er blockt halt komplett ab. So, wir nehmen die Flasche mit. Wichtig. Och, Bro. Wie ich dich hasse. Wie ich dich hasse. Klar, okay, cool. Digga. Das ist einfach so hardcore nervig, diese kräftigen Boys. Nö, bleib liegen. Wo ist meine Waffe jetzt hin? Da. Digga, ist einfach harter Upturn, gegen die Großen zu kämpfen. Okay, aber nicht so nervig wie gegen die zwei aus dem Club. Ich meine, die waren schon hardcore nervig. Digga, was? Ja, klar. Wisch mit mir den Boden auf. 48. Geht aber noch. Ich meine, ich bin es eh gewohnt, die Bosse mindestens zweimal zu legen. Weil wir sonst nicht hinkommen vom Leben. Ja, er schmeißt es halt einfach, wenn ich in der Animation bin. Du blöder Hund. Massiv, Alter. Ich glaube, das nächste Mal können wir auch den anderen Weg gehen. Scheinen ja zwei zu sein. Junge, Kommandozentrale, Alter. Oh, da hinten. Oh, das sind ja mehr. Oh, ich habe den einen ganz schnell. Oh, okay, wie viele sind es denn? Bro, chillt euch mal. Hallo. Klappt es? Hier weiche ich einfach aus. Okay, cool. Haben wir? Wo ist meine Waffe? Da hinten. Oh, Junge. Kritisch.
Ja, komm, Junge. Side-Character, verpiss dich, bitte. Leg dich hin. Komm, komm, komm. Wenigstens als erstes. Mein Ohr juckt. Scheiße. Holy shit. Junge, direkt in einen Bauch. Frankfurter Style. Ich mach Kebab auf, das Tier. Und übertreibt einfach komplett ihre Lage. Die will nicht sterben. Das ist ein fucking Messer, Junge. Das fühlt sich an wie ein Butterbrot. Ja, Ultrainstinkt aktiviert. Son Goku in seiner Prime. Junge, kenne ich. Fühl ich. Schelle. Das ist einfach die Baba-Schelle. Was willst du machen? Digga. Er ist einfach schwach. Das ist nicht Prime Sifu. Prime Sifu war, keine Ahnung, 20 Jahre jünger gefühlt. Na lang. Digga, funktioniert irgendwie gar nichts gerade. Was ist denn jetzt los? Der Typ hat einfach Eisenmangel. Ja, stark. Stark, auf jeden Fall. Eisenmangel kickt hart rein, ich sehe schon. Oh, shit. Ach komm, sie ist direkt wieder zu so einem Elite-Ding geworden. Why? Welche Stühle benutzen? Bestimmt, oder? Ja, nee. Auf jeden Fall nicht. Komm. Top. Natürlich. Jetzt irgendwas, hier muss doch irgendwas geben. Komm. Stellt mir doch kein Level hin, wo man nicht irgendwas werfen kann, oder? Junge, was ist dir? Danke. Ach Mann, du bist so eine. Digga, einfach 50. Einfach 52. Bald ist Rente angesagt. Ja, ich bin halt absolut raus. Normalerweise wird es anders laufen. Komm. Ja, wenigstens irgendwas. Jetzt nur du. Digga, ja, er hat wieder Super Armor des Todes. So ein Bullshit. Jawohl. Todesmultiplikator auf 2, das geht sogar voll klar. Weiter, raus hier. Waren wir hier schon? Nee, oder? Sieht aus, als würde ich das schon kennen. Bei mir redet auch keiner. Hier war doch gerade noch jemand. Top. Ich dauere wieder nicht auf, oder was? Ja, das scheint ihm was bewirkt zu haben. Okay. Geh rein da. Okay, es geht nicht. Lul. Team 7 ist unterwegs. Jetzt kommt gleich Naruto, Sasuke und Kakashi. Oh, nö. Schon wieder ein Dicker. Junge, er wird direkt bearbeitet. Keine Gnade. Drauf da. Junge. Baba Shellen. Und Baba Moto. Ich bin einfach der dritte Hokage in seiner Prime, Alter. Was seid ihr denn für komische Naruto-Cosplayer? Holy shit. Nur der Aufzug fährt einfach auch direkt in die Hölle, gell? Aber direkt in die Hölle, wohin geht der denn, Bro? Digga, er fährt einfach in die Hölle. Das ist doch nicht... Lul, Junge. Das ist einfach wirklich die japanische Hölle. Was? Das ist einfach ein Steinbruch. Mich verarschen? Und, ach so, klar, natürlich ein Steinbruch mit Gegnern, Junge. Wer hätte es erwartet?
Komm, mitten ins Gesicht, ganz wichtig. Ganz wichtig, mitten ins Gesicht, immer mitten ins Gesicht zielen. Kommt gut, ballert, ballert böse. Ich meine, ich denke, wir sind noch gut dabei gerade, oder? Was sind wir denn gerade? Level 52 oder Alter 52, so rum. Warte mal, da war doch gerade leichter Angriff. Wo waren Oh, der Rückenbrecher. Rückenbrecher? War immer Dreieck, Viereck, Dreieck. Na, lass mich ein paar Bones breaken, was ist denn los? Ist der Boss? This made-up order who kept for themselves what belonged. Digga, nein, es ist wieder so eine Bitch. Komm, komm. Das müssen wir noch voll machen. Noch 1500 Punkte, Bro. Ich will das vor meinem Tod auf jeden Fall haben. Doch scheiße. Hä? Nun, was soll man denn machen bei diesen Angriffen? Digga, ich weiche nur aus, ne? Aber gut. Junge, du bist eine richtige leichte Dame, die man für Geld am Hauptbahnhof in fucking Osnabrück engagieren kann. Ich hoffe, dich trifft so hart der Blitz mit Durchfall und keine Ahnung. Junge, möge Gott dich richten. Deiner fucking Sushi-Höhle, jetzt geh mich auf den Piss. Ja, die übertreibt ihre Lage halt wieder absolut. Und da wird man zum Frauenschläger abnormal. Digga, was? Junge, sie ist so ein verbacktes Stück Scheiße. Again? Ja, das ist einfach programmierter Krebs. Das gibt's doch nicht. Junge, ich bin in Rentenalter. Hier geht's nicht mehr voran, aber jetzt geht's noch bergab. Und da war eine Statue. Ich hätte die Statue benutzen können. Geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ja, genau so. Da gehen wir erstmal hin. Immer mit der Ruhe, mein Lieber. Hä? Also, geht gar nicht mehr. Okay, cool. Warum wieder genommen? Ich könnte so hart abkotzen. Das hat gerade alles versaut. Das hat gerade alles versaut. Holy shit. Oh, nee. Das ist schon wieder im Bossraum. Nicht Bossraum, Gegnerraum. Ich will den Rückenbrecher machen. Eins, zwei. Hä? Eins, zwei. Digga, ist schon wieder ein Dicker dabei. Nicht ein Dicker, ein großer, halt normaler Gegner. Ach, leck mich. Junge, sie hat es wieder bewaffnet mit... Ja, Mann! HIV! In meiner Arsch. 69, Junge. Gutes Alter auf jeden Fall. Messer in dein Gesicht. Ja, die bocken halt einfach gar nichts. Digga, stirb. Digga, stirb. Oh Mann, ja, ist vorbei. Mann. Was wäre nicht passiert, hätte ich den rechten Aufzug genommen, anstatt den linken. Hätte es irgendwas verändert? Oh, da ist die nächste. Psst, ja, komm, ruhig. Blum, 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 blum. Blom, blom, Junge, Plompen ziehen. Holy shit, ins Gesicht. Stab aufnehmen. Die, guck mal, schon wieder. Du weichst zwar aus, aber das bockt die in dem Game halt manchmal einfach gar nicht. Danke dafür. Ja, Bro, nice, nice to know. Keine Ahnung, das Game ist halt manchmal so Bullshit und so scheiße. Aber ich lieb's trotzdem. Nein, ich will nicht mehr. Es reicht langsam, Junge. Digga, die hat einfach den Superinstinkt gepaktet. Junge, in den Rücken. Okay, der war sick, der Finisher. Ja, Bruder, du kannst auch noch 100 Jahre draufpacken. Es bockt nicht mehr. Wir sind durch mit der Nummer jetzt. Unser Alter ist auf Maximum. Wenn ich älter werde, dann keine Ahnung.
Dann spiele ich Sifu so irgendwie im Rentenalter schon wieder. You can run, but you can't hide. Dein Maul. Dein Maul. Schön Kalk Ehrenmord. Dein Maul. Dein Maul. Hä? Irgendwie geht's hier nicht weiter. Ah, doch, da unten. Lul. Da ist eine Drachenstatue wieder. Hopp. Gehen dafür. Lahm mich nicht voll, dass ich springen soll. Stark. Was passiert? Bossfight? Bossfight? Ich glaube, es ist ein Bossfight. For whom does the bell toll? You ja, das wird der schnellste Untergang, den ich je hatte. And to restore that which once was. But that suffering, it was for something. Das ist einfach übelster Rentnerkampf. Even Yang's. We did something for the people. We share. You want to erase it all? Ach stimmt, der hat ja auch eine Waffe. Bell tolls for you. The Guardian's legacy. Now, accept your sentence. Nö. Digga, wie soll man das denn schon wieder dodgen, Mann? Junge, es ist doch schon wieder dumm. Klar, sie ist fucking Granny Spider, Alter. Jawohl. Junge, top, top. Stirb, du dreckige Nonne, Mann. Ja, fick dich doch. Ich hoffe, du stirbst an Altersschwäche. Dreckige, eklige. Boah, kotzt du mich an, so Leute. Das war's für den Part. Alter, wir sehen uns im 10. Teil von Sekiro und dann versuchen wir der Alten den Hintern, Junge. Sekiro? Lel, ich mein von Sifu. Lul.